Herzlich willkommen, mein Name ist Uschi Fellner, ich bin Herausgeberin der Look Magazin Gruppe, wir kennen einander und ich begrüße euch heute zu einem ganz besonderen Livestream mit einem ganz besonderen Gast. Es geht heute um unseren Jungbrunnen schlechthin, nämlich um das Trinkwasser. Und unseren Gast stellen wir euch jetzt in einem kleinen Filmchen vor. Bitte Film ab. Mein Name ist Johannes Pfaffen-Hoemer. Ich bin Geschäftsführer der Water of Life GmbH. Diese GmbH habe ich vor einigen Jahren gegründet mit dem Ziel, hochwertiges Trinkwasser von der Quelle auf den Tisch zu bringen. Seit über 30 Jahren beschäftige ich mich mit Trinkwasser, konnte in den letzten 10 Jahren den Markt für die St. Leonhardsquelle in Österreich aufbauen und habe mich in dieser Zeit zu einem Experten für Trinkwasser entwickelt. Die St. Leonhardsquelle ist in der deutschen Heilpraktikerszene das Wasser Nummer 1 mit über 50% Marktanteil. Seit einigen Jahren baue ich auch international den Markt auf und beschäftige mich mit den Märkten Russland, Middle East, Indien, China, habe internationale Kontakte geknüpft. Uns ist wichtig, Waschprojekte für Water, Sanitär und Hygiene in die dritte Welt zu bringen und haben in Kambodscha einen Verein unterstützt, der schon über 320 Brunnen errichtet hat, um auch diesen Menschen Wasser von der Quelle zum Tisch zu bringen. Unsere gemeinsame Vision ist es, hochwertiges Qualitätswasser für die Gesundheit zu den Menschen zu bringen. Ja, schön war das. Dr. Johannes Pfaffen-Hoemer ist Experte für Trinkwasser und geschäftsführender Gesellschafter der Water of Life GmbH, ein österreichisches Unternehmen, das international sehr erfolgreich agiert und Qualitätstrinkwasser von der Quelle bis zur Haustür bringt. Herzlich willkommen, lieber Dr. Johannes Pfaffen-Hoemer. Lieber Johannes, herzlich willkommen bei uns. Danke. Magst du uns gleich zu Beginn erklären, wofür steht denn Water of Life? Ist ganz leicht erklärt. Ich bin hier jetzt in Wien. Vor einigen Jahren hatte ich im Museumsquartier eine Wasserverkostung mit an die 150 Damen. Die Frauen sind ja bekanntlicherweise mehr zugetan. Aber wir trinken ja alle zu wenig. Ja, aber dem Thema Gesundheit. Und da zeigt eine Dame auf und sagt, ich war vor einigen Jahren bei Ihnen im Hotel und Sie haben mir empfohlen, Jod Natur. Ich habe das 3 Monate getrunken und siehe da, ich hatte schon einen Termin für eine Schilddrüsenoperation und jeder, der davon betroffen ist, weiß, was das heißt, ein Leben lang Tabletten zu nehmen und den Hormonhaushalt zu regulieren. Und alle Werte haben sich normalisiert. Durch das richtige Wasser. Durch dieses richtige Wasser, das bei der Wasserverkostung rausgekommen ist. Okay. Und das war natürlich ein aufgelegter Elfer, wenn die Dame das erzählt, aber da gibt es Dutzende Geschichten von Heilpraktikern, die diese Erfahrungen haben. Das heißt, du hast dich mit dem Thema wirklich auseinandergesetzt und hast mir auch einmal erzählt, da gibt es 5 Säulen. Genau. Und die erste und wichtigste Säule ist Gesundheit und Prävention. Mhm. Das heißt, wir haben ein Wasser für die Gesundheit und nicht nur für den Durst. Mhm. Das zweite ist natürlich Qualitätswasser, Premiumwasser. Mhm. Mit hoher Zellverfügbarkeit. Das heißt, es lebt. Es ist ein lebendiges Wasser. Und das dritte ist, wir haben eine Innovation im Bereich der Verpackung. Den Trinkwasser von einer Quelle zum Tisch zu bringen, ist unterschiedlichst möglich. Wir kennen alle die PET-Flaschen, wir kennen die Glasflaschen. Aber die Zukunft liegt, wir haben Marktforschungen gemacht in Bag-in-Box. Da kommen wir noch drauf, was das ist. Genau. In Frankreich geht ein Drittel des Weinabsatzes mittlerweile schon über diese Schiene. Und wir bringen auch das Wasser direkt zum Kunden. Man kann es am Handy bestellen und einige Wochen, 2 Tage später hat man 20 Liter Wasser vor der Tür. Und das die fünfte Säule sind unsere Charity-Projekte, wo wir weltweit Waschprojekte, Water, Sanitär, Hygiene unterstützen. Und das sind die 5 Säulen. Das ist Water of Life. Du hast erst gesagt, bestellen. Wo kann man sich dieses gesunde Wasser bestellen? Also momentan bestellt man es unter wateroflife.at. Okay. Okay. Kann jeder geht auf den Shop sofort machen. Und bekommt Wasser
genau, einfach geliefert in unterschiedlichen Mengen von einem 12-Liter-Karton bis hin zu einem Rolli mit 16, 32 Kisten. Jetzt hast du dir wirklich ein umfassendes Wissen angeeignet zum Thema Trinkwasser. Wie bist du denn mit dieser Thematik überhaupt in Berührung gekommen? Warum hat dich das so interessiert und fasziniert? Ja, nach dem Studium, nach meiner Promotion 84, war mein erster wunderbarer Arbeitsplatz bei Leiner Kicker. Dort war ich zuständig für die Personalentwicklung für 3000 Mitarbeiter. Es war so in dieser Phase, wo wirklich ein riesiges Wachstum war. Der Hans-Jörg Schelling, der hat das Marketing gemacht und ich habe zwei Büros weiter das Thema Personalentwicklung. Und die wichtigste Frage, die sich immer gestellt hat, was ist eigentlich das Teuerste in einem Unternehmen? Es ist und bleibt letztendlich der Mitarbeiter und der gesunde Mitarbeiter, der anwesend ist. Das heißt, die Produktivität, genau, und hoffentlich anwesend. Aber wir haben dort gesehen, was können wir tun im Bereich der betrieblichen Gesundheitsvorsorge, dass wir die Mitarbeiter gesund, vital und mit einer Lebensfreude haben, die engagiert sich freuen, wenn sie arbeiten dürfen. Ja? Genau. In diesen Corona-Zeiten wird uns das vor Augen geführt. Genau, ein Privileg. Und das hat sich dann weiterentwickelt über die ganze Qualitätsmanagement-Sache, ISO 9000 Qualitätsmanagement, ISO 14000 Umweltmanagement, ISO 18000 Health and Safety Management, ISO 26000 Corporate Social Responsibility, und das Ganze sind integrierte Managementsysteme, aber immer das Wichtigste war der Mensch. Der gesunde Mensch, und das war auch dein Ausgangspunkt. Genau. Ja. Und so bin ich halt dann in die Thematik immer tief hineingekommen. Wie schaut es denn jetzt mit Wasser, mit Trinkwasser, nämlich auf unserem Planeten aus? Man hört ja da unterschiedlichste Dinge. Wasser ist ein knappes Gut, so viel steht fest. Da kann ich einmal beruhigen. Wir leben in Österreich, das ist wirklich eine Insel der Seligen, denn die NASA studiert seit 20 Jahren mittels Satelliten die Veränderung im Klima und ist eigentlich draufgekommen, dass das Wasseraufkommen gleich bleibt. Auch die Klimaerwärmung hat keinen Einfluss auf die Menge. Okay. Und wir wissen ja, 97% des Wassers ist in den Meeren gebunden, ist Salzwasser, 2% ungefähr sind in den Polen gebunden, im Eis, und nur 0,8% ist Trinkwasser. Aber zurück zu den NASA-Studien zeigen, dass das Wasser gleich bleibt, aber dort, wo es jetzt trockene Gebiete gibt, die werden noch trockener, in den Wüstengebieten, und dort, wo es jetzt schon genug Wasser gibt, die bekommen noch mehr. Man sieht ja das in den Katastrophen, ob das jetzt in Amerika ist oder auch bei uns. Und das heißt, grundsätzlich ist es gut, Wasser haben wir genug, aber es geht um die Verteilung. Genau, um die gerechte Verteilung natürlich. Ja. Und in Österreich sind wir, du hast es erwähnt, die Insel der Seligen. Das gesegnet. Heißt, wir haben also genug Wasser, genug gutes Wasser. Unser Trinkwasser, das meiste Trinkwasser geht über die Donau ins Schwarze Meer. Das heißt, nur 1% des Niederschlags wird bei uns für Trinkwasser gebraucht. Es gibt Länder auf dieser Welt, wo bis zu 30-35% des Niederschlags fürs Trinkwasser benötigt werden. Das heißt, auch wenn es bei uns lange nicht regnet. Also ich kenne es von Oberösterreich. Wir müssen uns keine Sorgen machen. Trinkwasserversorgung, also 1% gesichert, aber insgesamt sind 5% gesichert. Das heißt, wir könnten in Oberösterreich, und das gilt für ganz Österreich, 5-mal so viel Wasser benötigen, und wir haben noch immer genug. Könnten also das meiste Wasser. Trinken. Genau. Eine Frage, die fast niemand beantworten könnte, also wer, wenn nicht du, ist, wie kommt denn das Wasser in die Flasche? Nämlich in die Glasflasche. Sehr wichtig. Also, und warum ist die Glasflasche besser als die Plastikflasche? Könntest du auch gleich beantworten. Ja, gerne. Also, wie kommt das Wasser in der Flasche, in der Glasflasche? Das wird eingefüllt. Schonend eingefüllt, wunderbar. Aber das meiste ist ja der Kunststoff, die PET-Flasche. Und die ja auch so schmeckt, ja, muss man ehrlich sagen. Ja, und wenn ich dann frage, ja, wie kommt der Wasser in die Plastikflasche, das weiß niemand. Wer weiß das? Ich hatte das Glück, vor einigen Jahren in eine Fabrik zu besichtigen, oberhalb von Prag. Und da hat es mir die Augen rausgerissen. Das glaub ich. Wenn, was ist da hergekommen? So ein Stück Plastik auf 110, es schmeckt ja auch nach Plastik. Auf 110 Grad erhitzt. Das kommt her am Band, dann
wird das Wasser hineingeschossen. Wissen, ja? Mhm. Und in dieser Sekunde, wo das aufgeblasen wird, entweder auf diese 110 Grad heiße Plastikmasse aufgeblasen und dann kommt das Wasser rein, oder es wird direkt das Wasser hineingeschossen, und in dieser Sekunde ist das Wasser energetisch tot. Das heißt, es bringt uns nichts mehr. Auf der Molekularebene, Wasser ist ja nicht nur H2O, sondern Wasser hat kleine Cluster, kurze Molekülketten, dann ist es gut und dringt ein in das interstitielle Gewebe, oder es hat lange Molekülketten und dringt nicht ein. Und das ist eigentlich das Thema bei der bei PET, wo man sagen muss, das Wasser ist tot. Und der Gründer der Leonhardsquelle, der Hans Abfalter, der hat immer gesagt, totes Wasser lagert ein, lebendiges Wasser schwemmt aus. Was heißt, Wasser mit einer hohen Zellverfügbarkeit reinigt den Körper. Wasser mit keiner hohen Zellverfügbarkeit lagert ein. Negatives. Genau, nämlich, wenn ich zum Beispiel Zuckerwasser oder, oder ja, bis hin zu, auch bis hin zum Wasser mit Kohlensäure. Genau. 1999 hat die österreichische Wasserindustrie gesagt, Stilles wird sich nie durchsetzen. Vöslauer, Römerquelle. Heute, 20 Jahre später, haben wir 52% stilles Wasser. Und wenn man in Amerika oder irgendwo schaut, da gibt es ja gar kein Wasser mit Kohlensäure. Also es ist nicht egal, was man trinkt. Genau. Ja, trinken ist nicht gleich trinken. Und das, Wasser ist nicht gleich Wasser. Und Wasser ist nicht gleich Wasser. Was ist denn back in the box? Ja, da gehe ich auch zurück, weil Jahrhunderte oder Jahrtausende, wie hat man Flüssigkeiten transportiert? Man hat einen Ziegenmagen genommen und darüber ein Fell gegeben und da natürlich gereinigt oder desinfiziert im Sinne mit Sonne. Und das waren eigentlich die Trinkbehälter. Und nichts anderes ist back in the box. Nur, dass wir heute einen Karton außen haben und einen Kunststoff, wo kein Antimon und kein Bisphenol drinnen ist, quasi ist das Inlet. Und da kann man 3 Liter, 5 Liter, 10, 15 Liter, und wie schon gesagt, back in the box ist in Frankreich wieder ein Drittel des Weinabsatzes schon über Back in the Box ausgeliefert. Und es setzt sich auch bei uns in den Großküchen, alle flüssigen Eier bis hin zu Säfte, Öle, wird alles in Back in the Box geliefert. Und warum? Weil das Unwirtschaftlichste ist, was Rundes zu transportieren. Weil da transportiert man nur Luft. Und wenn das dann noch in einer Kiste, also auf eine Palette Wasser gehen nur 385 Flaschen, wenn man Glasflaschen zum Beispiel hernimmt, und da gehen 900 Liter Back in Box, da gehen 180 Boxen drauf mit A5 Liter. Also ein Zukunfts-. Absolut. Oder beim International, in einem, zum Beispiel in einem 20-Fuß-Container gehen nur 15.000 Liter Glasflaschen, weil 9.000 Kilo das Glas wiegt, was man dann irgendwo wegschmeißt. Und da gehen aber 24.000 Liter Bag-in-Box hinein. Genau, also wird das in Zukunft geben müssen. Wir haben Marktforschungen gemacht. Man ist noch nicht so richtig bereit für den Markt, nur wir wissen, das wird die Zukunft. Jetzt gibt es so eine schöne Aussage, der Körper ist nicht krank, sondern durstig. Und das interessiert uns natürlich sehr. Ja, das hat der Bhagwandeli gesagt, Dr. Bhagwandeli, in einem Vortrag 2003. Und was meint er damit? Wenn ich dich zum Beispiel frage, wie geht es deinem Endothel? Kann ich es dir nicht beantworten. Also ist keine Schande, vor einigen Jahren hätte ich es auch nicht beantworten können. Wir haben in unserem Körper 120.000 Kilometer feinste Haarröhrchen. Man sagt mir, unser Körper besteht aus wie viel Prozent Wasser? 70. Das stimmt, aber nur zum Teil, denn wir kommen als Baby 80-85% Wasseranteil zur Welt und sterben mit durchschnittlich 80 mit 50-55% Wasser. Also das heißt, wir verlieren ein Drittel, also 30% unseres Wasserhaushalts. Und heute weiß die Medizin mittlerweile, dass es mit einem Zusammenhang gibt zu allen chronischen Krankheiten. Und jetzt bin ich bei dem Endothel. Dort wird nämlich das NO produziert, das ist das Nitritoxid. Das ist wieder verantwortlich für alle entzündungshemmenden Prozesse. Das heißt, ein gesundes Endothel hilft vorzubeugen, auch in Corona-Zeiten. Ja. Ist aber so spannend, man hört nur Impfung und so, aber wie stärke ich mein Immunsystem? Davon redet eigentlich, hört man zumindest nicht. Und da gibt es wirklich die Selbstverantwortung,
auch was zu tun, gutes Wasser zu trinken, um einfach den Körper vitaler, das Immunsystem zu stärken. Genau. Wie viel Wasser soll man denn jetzt wirklich trinken? Es ist klar, es ist nach Gewicht und natürlich auch Befindlichkeit verschieden, aber gibt es so einen Schnitt, wie viel Wasser ist genug? Wenn ich zum Beispiel nie durstig bin, wie ich ja trotzdem trinken. Ja, es ist so, der Durchschnitt liegt bei 3,5% des Körpergewichts, weil es ist ein Unterschied. Ob er 120 Kilo hat, der braucht 4 Liter Wasser am Tag. Wenn jemand 48 Kilo hat, der kommt vielleicht mit 1,5-2 Liter. Ja. Das heißt, ja, aber mit 48 Kilo, 1,5-2 Liter ist schon eine wichtige Information. Ja, das hat ja fast jeder ein bisschen mehr als 48 Kilo, sage ich jetzt einmal. Ja. Also ich habe gut zwischen 80. Da müsste ich, glaube ich, 28 Kilo haben, um das zu trinken, was ich tatsächlich trinke. Ja, es ist auch schon, was ist man gewohnt, wie ist man es gewohnt, aber man kann sich auch ein bisschen trainieren, mehr Wasser zu trinken, wenn man es griffbereit hat oder wenn man einfach sich auch bewusst ist, dass Wasser trinken verhindert die Austrocknung, die Dehydrierung des Körpers. Mhm. Wenn ich jetzt, wie gesagt, nicht durstig bin, ja, Tipp, einfach Wasser hinstellen, oder? Immer wieder, genau, mich darauf aufmerksam machen, ich soll trinken oder Tipp, Handy einstellen. Tipp ist eigentlich, einmal schauen, was braucht mein Körper pro Tag. Und dann, woran merkt man denn, dass man mehr braucht? Wenn man sportelt, auf alle Fälle. Wenn man Sport betreibt, dann braucht man mehr. Aber es ist auch, wenn ich zum Beispiel einen grippalen Infekt habe oder irgendwas, jeder Arzt sagt, Wasser trinken. Ausschwemmen. Weil dann, das ist aber wieder nicht ein Wasser aus einer Plastikflasche, da schwemmt man nicht so aus, sondern es ist eher dann ein hochwertiges Wasser. Und wir haben ja sowas wie eine Wasserkaskade. Jeder von uns braucht durchschnittlich 150 Liter pro Tag. Aber niemand sagt dazu, dass man eigentlich 30 Liter für die Klospülung benötigen. Ja, genau. Also das muss kein Trinkwasser sein. Ich habe gerade gedacht, wo brauche ich 150 Liter? Und die nächsten 30 Liter für sanitär, für Duschen etc. Und dann kommt das Gartenwasser oder Autowaschen dazu. Und eigentlich braucht man für unseren Körper nur 2-3 Liter. Aber das ist das Wichtigste. Das ist das natürlich. Wichtigste, weil es geht nämlich darum, unser Auto geben wir an Sprit, 95 Oktan oder so, das ist selbstverständlich. Aber beim Wasser, da trinkt man jeden, was auch immer man da trinkt, dann noch mit Zucker und oder anderen verdünnten Sachen. Also reines Wasser, stilles Wasser ist auch gut für die Haut von innen. Polstert auf, gut gegen Falten. Ja, es ist absolut. Also es gibt auch Nachweis, Studien, dass wenn man qualitativ hochwertiges Wasser trinkt, auch alle Kosmetika und das bis zu 10-fache wirken. Ciao. Das heißt eigentlich, oder umgedreht, ich brauche nur ein Zehntel von dem normalen, wenn ich einen guten Wasserhaushalt habe. Also eigentlich besser als Botox. Eigentlich schon. Ja. Worum geht es denn bei deinem 1000-Brunnen-Projekt? Das ist ein Charity-Projekt. Ja, wir haben das Glück, eigentlich war der Ausgangspunkt, wir haben mit unseren Rotariern einige Projekte in Kambodscha zum Thema Wasser, das war ja eine spannende Geschichte, ein Ingenieur, der geflohen ist aus Kambodscha, ist nach Oberösterreich gekommen, bei der Firma MIPA tätig, und dann hat er mal seinen Arbeitskollegen mitgenommen nach Kambodscha, und der war von den Socken, weil dort wirklich die Leute, das war 2006, 2007, aus der Wasserpfütze das Wasser herausgetrunken haben. Und der war so irgendwie betroffen, dass er gesagt hat, da helfen wir. Und haben dann 2007 einen Verein gegründet, kakihe.at, und haben seither wirklich mit einem großen Engagement ehrenamtlich schon an die über 350 Brunnen errichtet. Ein Brunnen in Kambodscha kostet 2000 Euro. Da ist sogar die Wartung für einige Jahre dabei. Und die haben eine komplette Organisation. Wir haben sicher an die 25 Brunnen dort schon gespendet. Okay. Und ist jeder eingeladen, um 2000 Euro kann einen Brunnen spenden. Und da haben wir gesagt, habe ich ein Gespräch mit ihm geführt und gesagt, wie viel braucht es in Kambodscha? Er hat gesagt, 3.000, 4.000
könnten wir schon brauchen. Ich habe gesagt, gut, dann starten wir ein Projekt über unsere Homepage, auch European Global Water Forum. World, da ist das auch beschrieben und kann man auch spenden, weil, wie gesagt, um 2000 Euro errichtet man dort einen Brunnen samt Wartung für die nächsten 5 Jahre und da hilft man wirklich vor Ort, dass 3.000, 4.000 Leute gutes Trinkwasser haben. Weil da möchte ich sagen, dass wir 1,8 Milliarden Menschen haben bei uns, weil du mich zuerst auf die globale Situation, die keinen Zugang zu reinem Trinkwasser haben. Wahnsinn, Und das Thema ist einfach, dass man 50% aller Krankenhausbetten, und da gibt es eine UN-Studie drüber, sind belegt mit Patienten aufgrund von unreinem Wasser. Das heißt, man könnte eigentlich sagen, hätten wir alle einen Zugang zu einem frischen, reinen Trinkwasser, könnten wir 50% der Spitäler zumindest reduzieren. Ich meine, das sind so Zahlenspiele, aber man sieht die Dimension. Und da haben wir auch Projekte, nicht nur in Kambodscha, auch in Kenia. Wir haben jetzt zum Beispiel ein Projekt mit dem Viktoriasee bis hin zu Paraguay. Also das heißt, wir versuchen hier wirklich global auch zu unterstützen und zu helfen. Das ist ein gutes Stichwort, nämlich Wasser als Investment. Auf der einen Seite natürlich, um zu helfen, so wie ihr das macht, auf der anderen Seite aber auch als wirkliches Investment für die Zukunft. Du hast ein Crowdfunding-Projekt, wo man sich natürlich auch beteiligen kann. Es geht darum, wie funktioniert das? Ja, es geht darum, einfach das Wasser auch zu sichern, die Quellen zu sichern, damit die Menschen Zugang haben zu den reinen Wässern. Weil, ich meine, es gibt Großkonzerne natürlich, die Quellen aufkaufen wie wild. Nennen wir keine Namen. Wir nennen überhaupt keine Namen, aber es gibt sehr große Konzerne, die 10% ihres Umsatzes mit Trinkwasser machen und wo der CEO gesagt hat vor einigen Jahren, wenn sich diese Firma nicht mit Wasser beschäftigt hätte in den letzten 50 Jahren, wären sie nicht so erfolgreich. Also es geht darum, wirklich auch das in die Breite zu bringen, über Schwarmfinanzierung. Also alle sollen was davon haben. Also wir bieten zum Beispiel an, 7% Verzinsung für Kapital auf 5 Jahre zur Verfügung gestellt, via Ort Mezzaninkapital, um eben auch diese Quellen zu sichern und dann mit ein Premiumwasser, ein Quellwasser über alternative neue Verpackungsmöglichkeiten und Bezugsmöglichkeiten zu den Menschen zu bringen. Wie heißt dieses Projekt genau oder wo kann ich mich darüber informieren? Ja, zum Beispiel www.wateroflife-crowd.com. Okay. Also da ist alles beschrieben, das ist auch von der BaFin in Deutschland abgesegnet, also es ist alles absolut sauber und kontrolliert, weil das ist uns natürlich auch wichtig, bis hin zu dem Rechenschaft, was auch mit dem Geld geschieht. Und die Vision ist welche? Die Vision ist, Wasser zu den Menschen zu bringen, von der Quelle auf den Tisch. Also wenn man jetzt sagt, hier, wie kommt dieses Wasser daher? Das ist einmal eine Quelle, da muss das gefördert werden, dann wird es abgefüllt, dann wird es distribuiert über Großhandel, Einzelhandel und dann kommt es eben am Tisch an. Und das zu professionalisieren und auch zu vereinfachen. Und das wiederum hängt zusammen mit einem Well-Aging-Netzwerk, richtig? Ja, weil wir einfach wissen, dass Wasser Nahrungsmittel Nummer 1 ist. Und es geht auch darum, wirklich zu schauen, wie halte ich meinen Körper gesund und lebendig, was gebe ich ihm. Ich habe gerade heute Mittag beim Herfahren gehört, also weißt du, wo man das erste Mal Wasser zu sich nimmt? Im bewussten, im unbewussten Zustand nehme ich an, oder? Im Mutterleib. Fruchtwasser. Das Fruchtwasser. Das heißt, nach weiß nicht wie vielen Monaten das Baby im Leib anfängt schon Wasser, also das aufzunehmen. Und das geht also bis hin zum Mikrobiom, wo also das Mikrobiom der Mutter eigentlich dort schon beginnt zu übertragen aufs Baby. Darum, also wenn jemand Vorlieben hat, das entscheidet sich schon nach wenigen Monaten. Ja, ist also spannende Geschichte. Also das geht bis hin zum Neurostress, weil es entsteht auch schon in diesem Stadium Neurostress fürs Baby und das setzt sich natürlich fort.
Und also das Baby schmeckt schon mit. Ja, kriegen oder ich meine auch quasi dieses Wasser schmeckt auch mir. Auch das Thema Geburt, wie kommt man natürlich zur Welt, weil ja dieses Mikrobiom oder wird ja dem Baby da mitgenommen, auch über die Haut etc. Genau, aber um es nochmal auf den Punkt zu bringen, also euer Well-Aging-Netzwerk ist dafür da, um die Menschen mit Wasser gesund zu halten und Wasser als jung und gesund Brunnen einfach zu etablieren. Genau. Wasserwissen zu vermitteln und das fängt an, wo stehe ich? Das heißt, wie ist mein Antioxidantienspiegel? Wie kann ich das messen? Wo ist der Status? Weil mittlerweile wissen wir auch, dass wir das meiste, was an Nahrungsergänzungsmitteln und Mikronährstoffen konsumiert wird, direkt straight im Urin landet und nichts im Körper bleibt, weil im Körper ja auch zum Beispiel der Carotinoid-Haushalt funktionieren muss, damit die Vitamine und Vitalstoffe im Körper gehalten werden. Und das ist also eine Schlüsselerkenntnis, auch wo stehe ich und wo will ich hinkommen. Wir arbeiten zum Beispiel mit dem Verein Gesellschaft für Gesundheitsförderung, wo es 400 zertifizierte Fastentrainer schon gibt. Weil ich meine, Fasten alleine, ohne Wasser, also das Wasser gehört da einfach dazu. Und es nutzt da nichts, wenn ich ein paar Tage fast, sondern es geht um eine Umstellung des Verhaltens. Und darum bieten wir auch bis zu 90 Tage dann Wasserabos, damit man wirklich auch sein Verhalten verändern kann in 90 Tagen. Auch sein Trinkverhalten. Sein Trinkverhalten, genau. Also das ist alles so im Klingt sehr spannend, so ein Wasserabo. Ja, ja. Also das ist alles im Aufbau, weil man natürlich auch zu allem braucht man auch ein Kapital. Und deshalb gibt es das Crowdfunding. Gibt es das Crowdfunding, genau. Genau. Und außerdem alle Informationen zum Thema Wasser ist über wateroflife.at einsehbar. Das ist auf jeden Fall eine lohnende Investition in die Zukunft. Also vor allem in die eigene Gesundheit. Und in die Gesundheit, genau. Und wenn man das Gute mit dem Nützlichen verbinden kann, ist es eigentlich eine schöne Aufgabe. Genau. Jetzt hast du mehrere Kinder, drei glaube ich. Vier, Quattro. Ja, so wie genau. Du. Genau. Ja. Und bist mit dem Thema. Also stell dir mal vor, da sitzen wir jetzt und haben 8 Kinder. Naja, die würden viel trinken, sage ich jetzt. Genau, viel Wasser trinken. Die Durchschnittsösterreicherin hat in Österreich haben wir 1,4 Kinder, die Rate. Genau. Wenn man Ausländer wegzählt, wäre es bei 0,9. Also die Österreicherin hat eigentlich kein ganzes Kind mehr. Stimmt. Aber als Vater bist du natürlich auch bedacht darauf, dass deine Kinder Töchter sind, glaube ich. Töchter, ja? Vier Mädels. Vier Mädels, das ist toll, ich gratuliere. Ja. Unsere Zukunft, tolle Frauen. Dass deine Töchter gesund bleiben. Das heißt, das ist für dich einfach ein Thema. Ja? Kannst du uns ein paar Tipps geben rund ums Wasser und um die Gesundheit, die wir gleich beherzigen können. Sofort ab morgen, ab heute, also mal zu schauen, wie schwer bin ich, um ungefähr abzuchecken mit 3,5% vom Körpergewicht, was ist eigentlich mein Tagesbedarf. Ist das 1,5, 2 Liter, 3 Liter, 4 Liter und dann mal schauen, so den Tag strukturieren, wann kann ich wo Wasser trinken. Also wenn ich bei mir habe ich immer eine Kiste Wasser stehen und nach dem Frühstück habe ich schon den ersten Liter getrunken, bis zum Mittag den zweiten und bis zum Abend den dritten Liter. Trinkst du nach dem Essen oder vor dem Essen? Vorher. Weil da gibt es ja auch immer so... Also soll jeder probieren, auch hineinspüren. Wir machen ja dann ohnehin einen Sensorik-Test und es geht um Spüren. Was sagt mir der Körper? Ich nehme Kontakt auf mit meinem Körper und spüre, ja, wie geht es mir damit? Also soll man aber nicht während des Essens trinken, oder? Das ist Regel, die mir schon die Oma gesagt. Genau, ist nicht gut. Also vorher oder vorher, nachher? Ja. Vorher oder nachher? Ein, zwei Stunden nachher. Aber das heißt einmal, die Menge ist entscheidend. Dann wirklich, ich vermeide fast 100% PET. Also ich trinke kein Wasser Plastik. aus einer PET-Flasche. Und dann das nächste ist natürlich zu schauen, ein qualitativ hochwertiges Wasser. Also wenn man halt in einem Bioladen... Wie erkenne ich das? Einmal verkosten. Also es ist sicherlich ein Wasser nicht hochwertig, um
38 Cent in 1,5 Liter Wasser nur in der Bottle vermittelt. Aber trotzdem selber spüren, und man kann jederzeit eine Wasserverkostung machen, man geht in irgendeinen Bioladen, gibt es ja genug auch, und hat die ganze Palette und spürt einmal, spürt mein Körper jetzt und wonach ist ihm. Mhm. Und da wird man eh dann sehen, dass der Körper zum richtigen Wasser greift. Genau, Wasserverkostung. Also darf ich nur Menge, PET vermeiden. Ja. Dann natürlich qualitativ hochwertiges, also aussuchen und wirklich auch zu schauen, woher kommt es, was ist das Wasser, Oberflächenwasser oder ein Tiefenwasser. Ja, wie stelle ich das fest? Ja, indem ich schaue, wo die Quelle... Was steht drauf? Es müsste am Etikett stehen. Und was ist da jetzt Quelle natürlich im Zweifelsfall? Brunnen, nicht? Also man, Brunnen. Das Gesetz unterscheidet dazwischen, Quelle ist nicht gleich Brunnen. Ja. Brunnen ist immer, wenn man es einfach... rausfördert und eine artesische Quelle, auch zum Beispiel, weißt du das, was eine artesische Quelle ist? Hat in Frankreich gibt es eine Region, die heißt Arthes. Mhm. Im 12. Jahrhundert ist man draufgekommen, also da kommt das Wasser von selbst. Und daher hat sich das eingebürgert. Immer wenn ein Wasser von selbst aus der Erde kommt, zum Beispiel im Alpenbereich gibt es an die 100 so heilige Bründel. Mhm. Also immer gesagt, also das Wasser kommt von selber raus, meist aus tiefen Schichten der Erde. Zum Beispiel die Leonhardsquelle, das hat über den Ötztaler Gletscher geregnet und über den Inn ist das eingesunken und zwischen Salzburg und Rosenheim gibt es eine Topografie, wo also oben eine sehr feuchte Gegend, Chiemsee etc. und zwischen 400 und 480 Meter gibt es eine Tonschicht und unter dieser Tonschicht lagern eigentlich die Wässer und durch den Gegendruck, das Kapillarsystem kennt man aus der Physik, das druckt oben runter und geht von selber rauf und das sind Artesa-Quellen und wenn ein Wasser von selber kommt, dann hat es auch eine hohe Zielverfügbarkeit. Das heißt eigentlich viele Denkaufgaben, bevor ich mir so ein Wasser einverleibe. Ist eine spannende, was ist eine Never-Ending-Story? Ja. Und das wollen wir uns jetzt anschauen, weil du hast uns eine Wasserapotheke mitgebracht. Vielleicht erklärst du uns ein bisschen was dazu. Und ich habe, wie du hast uns die Wasserapotheke mitgebracht und ich habe uns eine wunderschöne Frau mitgebracht, die ich jetzt gleich zu uns bitte. Sissi Kreuzmeier, kommst du? Du wirst uns jetzt nämlich bitte beim Wasserverkosten helfen. Ich freue mich sehr, weil das ist immer... Ich freue mich auch sehr. Wasserverkostungen sind ja immer ein Gruppenerlebnis. Ein Gruppenerlebnis und darum sage ich das jetzt auch, wir sind alle natürlich frischest getestet. Gestern vorher. Der Test in... Und heute früh auch getestet und dazwischen haben wir niemanden gesehen, außer uns. Genau. Also, ich rutsche. Danke für die Einladung. Wo haben wir ein sauberes Glas? Ein sauberes Glas wird sofort gebracht. Also bei der Wasserverkostung geht es darum, dass man einfach seinen Geschmacksnerven am Zungengrund vertraut und wie man das einfach schmeckt. Und wir fangen einfach einmal an. Das heißt, an. Wir müssen uns das jetzt so vorstellen wie bei einer Weinverkostung. Genau. Das ist eine Das ist die erste Wasserverkostung. Ein kleiner Schluck. Mhm. Haben wir? Das ist, das muss ich austrinken. Das ist mein Wasser von vorhin. Gibt es ein frisches? Kriege ich ein frisches, okay. Gibt es ein frisches? Und einfach einmal wirklich verkosten und fühlen, wie es schmeckt. Und ich sage noch gar nicht, welches Wasser, weil ich frage euch dann sanft, Nummer 1, 2, 3. Das schmeckt so sanft. So. Ganz leicht, ja, genau. Also ich sage nur, das ist Number One. Also eines. Sanft und leicht. Ja. So, jetzt schauen wir, wie schmeckt das zweite Wasser. Nummer zwei. Nicht mehr so sanft. Kräftiger. Ja, spannend. Ja, aber das ist ja schon einmal großartig, dass man einen Unterschied macht. Wir haben einen ähnlichen Wassergeschmack. Ja. Wenn man vor 10 Jahren gesagt hat, man macht eine Wasserverkostung, dann wäre man da irgendwo ins Eck gestellt worden. Stärker, absolut. Okay. Es schmeckt mir besser, muss ich sagen. Also ich habe es gern kräftiger beim Wasser. Ja, okay. Jetzt kommt die Nummer 3, aber austrinken. Austrinken, weil sonst vermischen wir es. So viel habe ich schon lange nicht mehr getrunken. Ich wollte gerade sagen, so viel ist das Wasser. Darum ein bisschen weniger. Nein, es ist gut. Ja, ja. Das,
das ist auch ein bisschen eine Blasenübung, weil ja, ja, genau. da dehnt sich genau. die Blase aus und dann kann man auch. Ja. Also das heißt, das ist die Nummer 3. Wie schmeckt das? Wieder anders. Das ist wieder leichter, kommt mir. Ja, 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 das ist wieder leichter. Ja, ja, absolut. Ja. Also okay, wir ja. haben eins, mhm. so, mhm. zwei, ja, drei. Ja. War mein Favorite jetzt, okay, also von okay. den dreien. Aber wir haben noch ein paar. Also jetzt okay. kommt die Nummer 4. Warte mal, 1, 2, 3, 4. Die Nummer 4. Ich bin ja gespannt. Ist wieder kräftiger. Wieder kräftiger. Frischer. Frischer, ja. Also es hat einen anderen ja. Touch. Ja. Also das sage ich so einmal, generell, Wasser sollte bei Zimmertemperatur getrunken werden. Also das braucht man, Wasser nicht braucht zu man kalt nicht und nicht in zu den warm. Kühlschrank stellen. Das, ja, ist, genau. das ist für den Körper eher, eher schädlich, zu kaltes Wasser. Aber was sagt uns das jetzt, wenn das Wasser kräftiger ist? Das sage ich dann zum Schluss. Ah, das sagst du dann zum jeder Schluss? Jeder wird von euch einen Favorit ja, herausfinden. Okay. Und über den Favorit, ich könnte ja über jedes Wasser einen Vortrag halten, aber das mache ich jetzt nicht. Sondern einfach über die Wässer, die euch am meisten ansprechen. Ah, das schmeckt ein bisschen, wie wenn fast ein bisschen Kohlensäure drin wäre, oder? Frischer. Frischer, ja, ist frischer. Mhm. Also wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5. 2 und 4, weil das okay. ist für mich. Ja. Jetzt kommt das Nummer 6, ja. Wasser. Mhm. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja. Mhm. Und dann gibt es die Geschichten dazu. Zum Wasser. Mhm. Und warum das Wasser? Warum euer Körper gerade jetzt auf dieses Wasser anspricht? Das schmeckt mir auch gut, muss ich sagen. Ich kann es nicht sagen, warum, aber das ist einfach so ein... Es, genau, es ist frisch, es ist ein feines Wasser. Jetzt Nummer 5, oder? Nein, das war 1, 2, 3, 4, 5, 6, jetzt kommt die Nummer 7. Das ist schon das letzte? Nein, nein, dann haben wir noch eins okay. zum Drübersteigen. Mhm. Also wir haben nie so viel Wasser getrunken. So unterschiedlich. Es macht richtig Spaß, auf diese Weise Wasser zu trinken, muss man sagen. Prost! Aber da muss ich wirklich zur Ehre sagen, der da drauf gekommen ist, ist der Hans Abfalter, wie gesagt, leider verstorben. Der das wirklich, schmeckt mir gut. Ja, so. Das ja. schmeckt mir das gut. Das ist jetzt auch mein Favorite. Das ist gehaltvoll. Ja, schmeckt mir gut. Mhm. Und jetzt kommt noch zum Drüberstreuen. Die Medizin. Gibt's einen Schnaps, oder? Genau. Ich glaube auch. Wir trinken. Aber man sieht auch, eine Wasserverkostung darf ja auch lustig sein. Muss und lustig sein. Muss lustig sein. Vorher, das war besser. Ja. Für mich. Für mich auch. Für mich auch. Da spürt man, finde ich, dass ein bisschen was drin ist. Aber ich kann es natürlich nicht zuordnen, was es ist. Ja, ja. Genau. Also das vorletzte, vor dem wäre auch mein Favorite. Jetzt bin ich sehr gespannt, ja, welches jetzt das jetzt machen wir ist. Dann die Auflösung. Also was habt ihr, Nummer 2? Die Nummer 2 und die Nummer, die quasi das vorletzte. Ja? Das war die vorletzte und war das bei dir gleich oder hast du einen anderen Favorit? Nein, ich glaube, also 2, wir sind da ganz konform. Ja? Genau. Okay, also... Der Vater dieser Unterschiede, also der da draufgekommen war, der Dr. Paul Schmidt. Der hat die Frequenzen festgestellt für die unterschiedlichen Krankheiten. Also das kannst du dich nur ein bisschen weiter so drehen? Ja, so ist gut, ja. Und, und es ist so, dass diese Frequenzen korrelieren mit unterschiedlichen Krankheitsbildern. Ich meine, das darf man natürlich jetzt gar nicht laut sagen. Wir haben die Health Claims, darum sage ich auch immer, Wasser heilt nicht, sondern es harmonisiert. Mhm. Wasser harmonisiert die unterschiedlichen Bereiche. Mhm. Und wenn ich jetzt sage, Number One war jetzt? Das zweite. Also das ist zum Beispiel, also das ist die Johannesquelle aus Kärnten. Aha, das ist ein Wasser mit einer sehr hohen Zellverfügbarkeit aus den Nockbergen. Okay. Und es hängt mit dem Stoffwechsel, begünstigt den Stoffwechsel. Also da hat ganz viele Qualitäten. Mhm. Wird auch als Lichtwasser bezeichnet. Mhm. Und Licht heißt ja auch ich habe viele Wasserverkostungen gemacht. Mhm. Und gerade so zwischen November und April, wo eher Lichtmangel ist, jede Krankheit entsteht auf Zellebene durch Lichtmangel. Mhm.
weiß man ja. Deshalb schmeckt uns das, weil wir Licht brauchen. Ja, ja, wirklich, weil, wenn Nebel ist über Monate, also ich war es vom Falkenhof, den durfte ich einige Jahre führen in Bad Füssing, auch eine nebelige Geschichte. Also die Gäste haben zwischen November, Dezember und April vorwiegend zu diesen eher Lichtwässern gegriffen. Man spricht auch vom Winterblues. Und ich kann jetzt natürlich nicht sagen, trinkt das und es geht da so, das wäre ein Heilsversprechen, das mache ich nicht, sondern probiere es und es harmonisiert und schau, wie es der Körper geht. Sucht sich das selbst. Ne? Ja. So, Number Two war dann? Das war vorletzte. Das Vorletzte. Ja, da habt ihr natürlich die Vollmondabfüllung. Das Vorletzte. Das ist vorletzt und das war das letzte. Ah ja, die Vollmondabfüllung, genau. Ja, und da haben wir genau diese... Was ist jetzt genau eine Vollmondabfüllung? Ja, das ist zum Beispiel die Mondquelle, die wird normal abgefüllt und nur bei Vollmond wird die Vollmondquelle abgefüllt. Mhm. Das heißt, es wird alles gereinigt und nur diese Quelle. Darum kostet es auch mehr, also die Wässer kosten so zwischen 1 Euro und 2,80 Euro pro Liter. Die Vollmond ist die teuerste. Und die Vollmond, ja, weil es auch am aufwendigsten ist. Aber jetzt frage ich, wie kennt ihr die Bovis-Einheiten? Es hat einen französischen Forscher gegeben, Bovis, kann man googeln. 1870 hat sich der die Frage gestellt, wie prüfe ich die Güte des Weins, ohne dass ich die Flasche köpfe oder das Fass anschlage, weil ich natürlich, da kommt Sauerstoff dazu und dann muss es trinken. Ist ja auch nicht schlecht, aber ich kann ja nicht jedes Fass gleich austrinken. Und mittlerweile weiß man, Nahrung unter 6.000 Bovis ist energetisch tot. Weißer Reis, weißer Zucker, weißes Mehl, weiße Nudeln und weißes Brot. Das heißt, das sind die raffinierten Kohlenhydrate. Und die füllen eigentlich nur den Körper, haben aber keinen Nährwert. Und spannend ist jetzt, dass die Wässer vom Lourdes, die haben ungefähr 24.000 Bovis. Die Wässer der Leonhardsquelle haben zwischen 25.000 und 35.000 Bovis. Und die Vollmondfüllung hat bis zu 65.000 Bovis. Also das, was uns so gut geschmeckt hat. Aber das ist auch nur so quasi ein Sonntagswasser, weil das sollte man nicht täglich trinken, weil sonst ist es eigentlich zu viel für den Körper. Das heißt, wie viel soll man von dem trinken? Also ich trinke alle... Von der Vollmondabfüllung jetzt. Ja, vielleicht dann einen Liter in der Woche. Also, in der Woche? Also, ja, okay. Also ich trinke quer durch, weil mir jedes Wasser schmeckt. Und das ist fast ein bisschen wie Medizin? Ja, oder? Medical Water wäre natürlich die Antwort, genauso wie die Hildegard von Bingen schon vor 900 Jahren die Tees zugeordnet hat nach Erde, Wasser, Feuer, Luft. Hat die auch ein Lieblingswasser gehabt eigentlich, die Hildegard? Ich wird sicherlich auch heilige Bründel gegeben haben, weil oft die Klöster auch an Orten errichtet wurden, wo so Wässer waren. Es geht ja zurück sogar zu den Kelten. Also alle heiligen Berge von den Kelten haben eine Quelle gehabt und an der Bergspitze. Das geht so weit zurück, dass das Wasser entspricht dem weiblichen Prinzip und die Spitze entspricht dem männlichen Prinzip. Und wenn ein Berg mit Quelle und, es gibt zum Beispiel in Micheldorf den Georgeberg, das ist so drauf zurückgegangen. Da gibt es also den Georgeberg, der war die älteste Kirche in Oberösterreich, aber da haben schon die Kelten eine keltische Kultstätte gehabt, 1000 vor Christus. Genau. Und da war auch eine Quelle dabei. Also, gut, also Mondwasser immer nur in Dosen trinken. Ja, in Dosen. Aber das zum Beispiel, da habt ihr nämlich auch, ich habe aufgepasst, gesagt, ja, das schmeckt anders. Ist das auch ein Mondwasser? Das ist die normale Mondquelle. Und wenn jemand viel am Handy arbeitet oder am Computer arbeitet, das ist so das Mikrowellensyndrom. Ich kenne wirklich viele im Sekretariat und so, die haben die Mondquelle neben ihrem Computer stehen und schauen, dass immer wieder eine Mondquelle trinken. Entstrahlt. Ja, ja. Und alle diese Wässer finden sich in jedem Bioladen. Also ich bin jetzt selber zum Dendrick gefahren und habe mir noch, das ist die Merner Heilquelle. Mhm. Ich sage vielleicht noch einmal durch, wofür die Wässer jetzt sind. Also die Leonhardsquelle, die ja seit 1734 schon als heiliges Brundl auch genutzt wird, aber eigentlich haben schon die Kelten getrunken und Römer. Das ist zum
Thema Wechseljahresbeschwerden, mhm. Rücken, also mhm. diese mhm. Thematik mhm. harmonisiert. Okay. Johannes Quelle ist Thema Stoffwechsel und hat wirklich mhm. sehr viele Energien, Mineralien, die abgedeckt ja. werden. Mhm. Die Georgsquelle ist zum Beispiel interessant. Also das Jod Natur, das letzte, schmeckt natürlich anders. Weil das da war ist, das, wo ich gesagt habe, es schmeckt nach irgendwas. Genau, weil da ja. ist auf mhm. auf 54 Liter Wasser kommt ein Liter Jodsohle mhm. dazu. Wir haben ja eh alle in der Regel an Jodmangel. Aber sehr gesund. Und ja. Mhm. das ist zum Beispiel das Wasser, mhm. Kommt aus der St. Georgsquelle. Mhm. Das war das Wasser zum Beispiel, wo die Dame gesagt hat, ich habe das 3 Monate getrunken und, mhm. und die ganzen Werte bei meiner Schilddrüse haben sich harmonisiert und ich habe halt dann okay. eine Schilddrüse drinnen. Mhm. Also mhm. da mhm. geht es wirklich um Eigenverantwortung mhm. und auch mhm. abzuchecken. Das mhm. ist die Sonnenquelle. Das mhm. ist spannend, weil da mhm. greifen sehr viele, mhm. Ich sage immer das Managerwasser, weil es ist mhm. so, dass viele, die sehr viel um die Ohren haben, mhm. und also im Stress, also mhm. bis hin zum Burnout, greifen mhm. unbewusst sehr oft zur Sonnenquelle, weil das mhm. das Thema Herz-Kreislauf. Aha, okay. Ja, dann die Meerner-Heilquelle, die ist natürlich spannend, die kommt aus Tirol. Da haben wir natürlich viel Magnesium und Kalzium drinnen. Mhm. Und wir haben ja das Thema der Osteoporose, ist ja Kalziummangel, mhm. Magnesiummangel. Mhm. Also das kann man wirklich auch empfehlen, einfach zu trinken und einfach schauen, wie es dann geht. Mhm. Und die Mondquelle habe ich schon mhm. erklärt und mhm. die Vollmondquelle. Ja, genau. Das ist eigentlich mhm. ein das rundes... Das heißt, mischen wäre das Beste. Mischen, genau. Ja? Genau. Ja. Jeden Tag verschiedenste Wässer. Also die Menge schauen mhm. und dann, mhm. dann mischen. Mhm. Und nicht nur das gesunde Leitungswasser. Ja, zum Thema Leitungswasser. Nur mal, wir haben in Österreich eine hervorragende Situation. Mhm. Aber, und das sage ich jetzt ganz bewusst, wenn gerade in Wien, jetzt bin ich, das will ich mir nicht mit vielen Wienern vertun, aber es ist wirklich so, das Wiener Wasser mhm. schmeckt am besten in Admont, mhm. dort wo es entspringt, in der Wildalp oder am Schneeberg. Weil wenn Wasser 150 Kilometer gepresst, gepumpt wird, wenn es dann in das Leitungssystem eingeschleust wird und 46% bleihaltige Rohrleitungen in Wien sind, in allen Städten, also das ist mhm. in Berlin und in Paris das Gleiche, mhm. und bis das Wasser dann irgendwo in der Leitung, am vierten im Stock ist. 23. Also kennt ihr den Begriff ja. Stagnationswasser? Mhm. Das ist das Wasser, wenn Wasser länger wie 3-4 Stunden steht, mhm. bilden sich schon erste Bakterienkeime. Mhm. Natürlich mhm. müssen die mhm. Wasserwerke, die haben ja Verantwortung, die haben Grenzwerte, ja. die müssen dann Dinge dazugeben und das ist halt damit dann sich das oft wieder Chlor oder was auch anders. Genau. Und ich meine, Chlor mhm. ist ein nicht abbaubarer Stoff für den Körper. Mhm. Das ist so, wie wenn man mhm. ein Leben lang die Kaffeemaschine nicht reinigt. Was ist, wenn man 3 Jahre Kaffeemaschine nicht reinigt? Was mhm. haben wir dann? Verkalkt. Dann ist verkalkt, ja. Mhm. Und wer reinigt unseren Körper? Mhm. Naja, die Wässer. Die Wässer und natürlich ja. Bewegung, Ernährung, mhm. Lebensstil, alles. Mhm. Das ja. ist ein komplexes Miteinander. Genau. Also ich würde nie hergehen und sagen, trink das und alles ist gut. Sondern nein, aber es unterstützt. Mehr. Aber was ja. wichtig ist, darum habe ich schon auch noch mitgenommen, einmal den Status festzustellen, mhm. wo bin ich eigentlich mhm. jetzt? Mhm. Oder können wir mal eine eigene mhm. Sendung machen? Mhm. Aber mit dem Thema mhm. Biophotonenscanner, mhm. weil man mittels Licht feststellen mhm. kann, wo stehe ich mit meinen Antioxidantienspiegel. Mhm. Genau. Also wenn man beim Arzt einen Antioxidantienspiegel ordert, dann ist das mhm. meistens oder immer übers Blut mhm. und das Blut ist aber ein Stichtagsbild. Mhm. Da kommt es darauf an, was habe ich gestern, vorgestern, mhm. gestern. Mhm. Wenn ich das aber über Licht, über die Raman-Spektroskopie erfasse, dann geht das über 6 Wochen. Mhm. Das heißt, das ist egal, was ich gestern gegessen habe. Es zeigt mir, wie ist mein Antioxidantienspiegel. Mhm. Also, genau, das möchte nur noch einmal zurückkommen aufs Wasser. Welches ist dein Favorite jetzt? Also, mein Favorite, ich habe viele Favorites, mhm. weil ich es auch lernen durfte. Am Anfang Leonhardsquelle, Georgsquelle mit den verschiedenen Sorten. Aber ich bin auch jetzt bei der Johannesquelle angelangt. Warum? Mhm. Weil die kommt aus dem Nockberg und das ist wirklich jemand, der Mirnock. Bin ich schon mhm. raufgegangen. Dann hätte ich gern einmal noch die Johannesquelle.
Außerdem, ja? Ich meine, es ist ja vielleicht ein bisschen. Wir nähern uns dem Ende unserer Sendezeit und da könnten wir eigentlich alle drei mit Johannesquelle anstoßen. Genau, wir finalisieren. Ja? Und was ist da jetzt genau drin? Ja, da haben wir unterschiedlichste Mineralstoffe, die steht auch auf. Also im Grunde geht es um die Mineralisation, die eher niedrig ist, weil vielleicht auch noch wirklich wichtig, aus welcher Region das es kommt. Wasser zum Beispiel, weiß nicht, ob es bekannt ist, aber das Müllviertel vor 100 Millionen Jahren war eigentlich 5.000, 6.000 Meter hoch. Und durch die Eiszeiten und durch die tektonischen Verschiebungen haben wir hier halt, was weiß ich, 1.200, 1.500 Meter. Aber das ist das Kristallin. Kristallin ist der Granit. Und das hat eine komplett andere Mineralisation, wie zum Beispiel die Kalkalpen. Die sind 60 Millionen Jahre alt, das heißt eigentlich 40 Millionen Jahre jünger. Aber dort habe ich viele eben Kalk, also Magnesium, Calcium und alle diese Stoffe drinnen. Und Mirnok ist so ein Überbleibsel dort, wo noch, das sind nicht Kalkalpen. Und das ist eine niedrige Mineralisation. Und also das heißt jetzt, was ist hier drin? Was drinnen ist, es ist Gutes. Wie soll ich sagen? Es ist mineralstoffarm, daher ist zum Beispiel auch als Babywasser geeignet. Es hat kleine. Das ist auch als Babywasser geeignet. Ja, kleine Cluster, kurze Molekülketten und daher dringt es ein, das interstitielle Gewebe und schwemmt gut aus. Aber super. Also es ist rundum gesund. Ja. Dann gesund stoßen wir auf die Gesundheit an. Ich mache noch einen kräftigen Schluck. Schmeckt gut. Ja, schmeckt gut. Herrlich. Ja, schmeckt sehr, aber, sehr gut. Aber jeder findet sein Wasser, weil für den anderen ist es zum Beispiel die Merner Heilquelle, die es seit 12. Jahrhundert gibt, auch als heiliges Wasser, als heiliges Brünnel verehrt wird, oder eben die Lernhardtsquelle. Aber wichtig, das sind alles Wässer mit einer hohen Zellverfügbarkeit. Genau. Darauf kommt es an. Darauf kommt es an, lieber Johannes. Wir haben viel gelernt und viel Spannendes erfahren und uns vorgenommen, ab jetzt viel mehr zu trinken und vor allem hauptsächlich Gesundes. Ich sage hauptsächlich Gesundes also zu trinken. Ich trinke genauso gern als Bier oder so. Dürfen wir mit dir noch einmal anstoßen? Das machen wir gerne. Und herzlichen Dank auch für... Vielen Dank für das tolle Gespräch. Danke für die Einladung. Vielen Dank. Herzlichen Dank fürs Mittun. Herzlichen Dank. Danke. Gesund bleiben, ja, Wasser trinken und vor allem gutes Trinkwasser trinken. Herzlichen Dankeschön fürs Zuschauen. Danke. Danke. Ciao.